Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reprobates, die Insel der Verdammten mit Big Pauki. Ja, beim letzten Mal haben wir mit dem Spiel angefangen, der erste Tag wurde abgeschlossen, wir haben mit Edmund gequatscht, der hat einen Albtraum. Den haben wir auch schon gequatscht. Auch schon. Ach, Dorothy, hallo. Mann, was für ein Wetter, oder? Ziemlich scheußlich, allerdings. Warum rennst du dann draußen rum, wenn du Regen nicht magst? Ich kann doch nicht einfach nur da sitzen und nichts tun. Lieber Himmel, vor dir haben schon andere versucht, was rauszufinden und es auch nicht geschafft. Sind Sie schon lange hier? Ich kam 2 Tage vor dir, aber ich habe von den anderen gehört, wer ja alles schon verschwunden ist. Hört sich an wie ein übler Horrortrip. Hört sich nicht nur so an, ist auch einer. Oh je, wo bin ich hier nur gelandet? Jetzt erstmal ein Karamellbonbon. Oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Ah, macht nichts. Molodjek. Der Ölfeldarbeiter ist daran gewöhnt. Ist mir ziemlich unangenehm. Hab in meinem Leben sowieso öfter ins Gras geschissen als in eine Kloschüssel. Tut mir leid. Und das ganze Dorf hat mir immer dabei zugesehen. Hey. Boris, was wird? Zum Hügel hoch. Hermann und Danica müssten ja auch noch hier sein. Ach, da ist Danica. Geht es Ihnen heute besser? Es wird nicht mehr besser werden, Adam. Naja, das Wetter ist ziemlich deprimierend. Aber es bleibt ja nicht immer so. In meinem Inneren ändert das sowieso nichts. So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Doch, das kann es, Adam. Tut mir leid, das zu hören. Es ist nicht deine Schuld. Ja. Arme Danica. Schau mich nicht so an und hilf mir lieber, du Blödmann. Ja, ja, ich komm ja schon. Du blöder Arsch, ich komm ja schon rauf. Gott, ich hab keinen Stock. Danke. Hervorragend. Und da ist auch ein Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Feuer. Die Blätter säuseln im Wind. Klippe ich habe kein sehr gutes Gefühl dabei. So komme ich nicht zum Glockenturm. Ich muss drum herum laufen. Ein Stock. Na bitte. So viele Stöcker wie möglich. Ich kann nicht noch mehr mit mir herumschleppen. Ja, 2 Stöcker sollten eigentlich auch ausreichen. Steine. Steine sind auch ganz wichtige Items im Spiel.
dran, ne? Vorhaben kommt noch nicht durch. Das sollte an Steinen ausreichen. So sieht die westlichen Klippe. Steile Klippe. Nur ein einziger falscher Schritt. Und es wäre auch mein letzter. Klippe vor dem Glockenturm. Zündlich in der Wand, denke ich mal. Ach, und dort steht ich habe keine Ahnung, was ich fragen könnte. Okay. Komm mal auf zum Glockenturm. Kann ich allein nicht bewegen. Ist keine sehr gute Idee. Die Tür ist wahrscheinlich abgeschlossen. Mit einem Stück Draht kriegt man sie bestimmt auf, aber wo kriege ich das her? Mit einem Stück Draht kriegt man sie bestimmt auf, aber wo kriege ich das her? Ich weiß ja, dass es keinen Zweck hat. Gut, so kriegen wir nicht aufgebrochen, irgendwas im Westblock aufzuknacken. Ich habe keine Ahnung, was ich fragen könnte. Ja, den Westblock von Hermann, ja. Draht. Gehen wir doch mal mit Dorothy reden. Ach, wo ist Dorothy dann hinten? Nein, das war der Container von Boris. Da ist Dorothy. Neben den Wohncontainern von Edwin und Hermann. Ich bin gestern ganz früh eingeschlafen und jemand hat mich in mein Bett gebracht. Ja, so läuft das eben hier. Ich verstehe das nicht. Der dritte Glockenschlag hypnotisiert uns und sie bringen uns dann in unsere Betten. Wer sind denn Sie? Mein Gott. Genau das weiß ja eben kein Mensch. Und das soll ich glauben? Dann stell doch eigene Nachforschung an, du Philip Marlowe, und hör auf zu schmollen wie ein Baby. Hilft das Salzwasser Ihren Beinen? Ja, schon. Ich kriege manchmal Schuppenflechte. Sie sehen mir ziemlich traurig aus. Ja, ich muss so oft an meine Jungs zu Hause denken. Ich vermisse sie sehr. Das tut mir leid. Ich bin hier und sie sind ganz auf sich allein gestellt. Ich wollte sie nicht unnütz aufregen. Ich vermisse sie so sehr. Haben Sie eine Idee, womit man hier ein Schloss aufbekommt? Meine Taschen sind leer, mein Kleiner. Genauso wie deine. Ich wollte ja nur... Aber ich habe Yukiko hier mit einem Draht in der Hand rumlaufen sehen. Das wäre doch schon mal was, danke. Bitte, gern geschehen.
da frage ich mich jetzt, wo hat Yukiko den Draht her? Auf zu unterhalb des Hügels. Ach, da ist Yukiko. Verdammt, was ist das denn? Ein paar Brandflecken. Ich habe gehört, du hast ein Stück Draht. Schau mal auf meine Hände. Ja, genau. Ich brauche den Draht. Gibst du ihn mir? Ich danke dir. Wo hast du ihn gefunden? Sieht aus wie ein Teil irgendeiner Maschine. Also, ich wäre neugierig, wo kommt der Draht her? Naja, auf jeden Fall mit diesem Draht kann ich jetzt... das Schloss aufknacken. Na bitte, jetzt sollte sie aufgehen. Kann ich allein nicht bewegen. Von dieser Seite aus geht es nicht. Kann ich allein nicht bewegen. Na, wenigstens das geht. Und ich bin im Glockenturm. Was geht hier vor? Der Busch ist komplett verdorrt. Ich könnte ihn ganz einfach anstecken, aber wozu sollte das gut sein? Ein paar Funken allein genügen nicht. Draußen ist alles nass vom Regen. Boris hat gestern ein paar Blätter gesammelt. Vielleicht hat er die irgendwo versteckt. Da komme ich nicht ran. Der Glockenturm. Ich bin in den Glockenturm reingekommen. Was ist hier gerade passiert? Solche Aussätze hat das Spiel normalerweise nur, wenn irgendwelche Charaktere durch das Bild laufen. Ich habe aber keinen Charakter mitbekommen. Naja. Ich brauch noch mal deine Hilfe, Boris. Hast du nicht vielleicht etwas Trockenes, das man mit einem Funken in Brand setzen kann? Ja, das habe ich. Und das habe ich auch gut versteckt. Ich habe ein wenig trockenes Gras an einem sehr, sehr guten Platz gebunkert. Würdest du mir welches abgeben? Sieh dir mal den an, ein Kapitalist. Immer schön langsam, quid pro quo. Und was willst du? Ihr nennt das doch freie Marktwirtschaft, oder? Was brauchst du? Bring mir erstmal ein paar Blätter von der nördlichen Klippe. Die werden schön trocken sein und gut zum Rauchen. Wie komme ich da überhaupt hin? Lass dir mal was einfallen.
Gut, von der nördlichen Klippe. Au, zur nördlichen Klippe. Zur nördlichen Klippe. Perfekt. Beeil dich ein bisschen, Aram. Wird schwierig werden, dahin zu kommen. Ist vielleicht später noch nützlich. Ich krieg ihn nicht raus. Das muss auf jeden Fall schon richtig sein. Das ist jetzt hier in der Steinzeit. Eins und zwei sind gerade keine Leute. Wandflecken, da war es. Vor Adams Container gehen wir doch mal da. Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich jetzt mit Maria reden. Ach, und die hängt bei Dorothy rum. Was machen Sie da? Wenn es regnet, kriecht Ungeziefer hier rein. Und ich hasse das. Die wollen eben auch leben. Ich kann dieses Viehzeug einfach nicht leiden. Als ich klein war, hatten wir die überall im Haus. Verstehe. Tut mir leid. Aber ich kann einfach nicht anders. Jetzt weißt du also, dass es kein Witz ist, oder? Nun lass mal gut sein. Ich wollte ja nur, dass du... Hört mal, ihr spielt eure Rolle ja ziemlich gut. Aber ich bin neugierig, wie lange ihr noch weiterspielen wollt. Wir Schauspieler nicht. Na klar doch, ich mach mir auch schon in die Hose vor Angst. Hey, du hast ja deine Strümpfe ausgezogen. Brauchst du die noch? Bist du eine Transe oder was? Haha, nein, ich brauch sie für was anderes. Die kannst du haben. Sie sind in meiner Jacke in Nummer 4. Danke, ich. Das heißt, wenn der Spinner dich reinlässt. Welcher Spinner denn? Das Bartgesicht. Er sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ismail. Ich kann den Typen nicht leiden. Lässt du mich bitte mal vorbei? Hast du denn die gefallene Frau gesehen, die hier wohnt? Du meinst Maria? Oh mein Gott, sie trägt auch noch den Namen der heiligen Jungfrau. Ich muss nur mal eben an ihre Jacke. Nein, ich muss diesen gottlosen Ort reinigen. Oh, nun komm schon, red keinen Quatsch. Du bist dem Untergang geweiht. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Und du bist verrückt. Hebe dich hinweg, du Unglückseliger. Alter, dieser Blöde.
krieg einen Stock auf die Birne. Na, kommt her. Hier ist was für euch. Ja. Hoffentlich hat ihn das getötet, so Ötlis Arsch. Es tut mir leid, aber ich hatte keine andere Wahl. Mir tut es nicht leid, dieser blöde Arsch. Der hat nichts anderes gemacht, als zu nerven. Meine Fresse, Adam, jetzt beeil dich mal, Adam. Mr. Adam Reich. Ich sehe, was Adam vorhat. Er will die da ranbinden. Und dann lieber ein Seil benutzen und daran runterklettern, um die Blätter vom Gebüsch zu holen. Oh nein, falsche Maustaste. Das ist eine ganz schön harte Nuss. Wenn ich alles nur mal ein bisschen trockenes Gras zu kommen. Ach du Schreck, was will Danica denn da? Hat denn nie jemand versucht, hier wegzukommen? Wenigstens bis zur nächsten Insel? Naja, einer hat es probiert, etwa 3 Tage bevor du ankamst. Er war aus Ungarn. Und wie ging es aus? Nun, jeder hat ihm Schnürsenkel und auch noch leere Flaschen gegeben. Was hat er denn damit gemacht? Er hat sie an einen Baumstamm gebunden, der am Strand angespült wurde. Er hat ewig gebraucht, bis er dann endlich die offene See erreicht hatte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann sahen wir ihn leblos auf dem Balken im kalten Wasser treiben. Und dann? Die Glocke läutete und wir sahen ihn nie wieder. Grausam! Was machen Sie hier? Ich sehe in die Ferne und halte Ausschau nach meinen Angehörigen, wo die wohl sein mögen. Sie schauen zwar nach Westen, aber da wir nicht genau wissen, wo wir uns befinden... Das stimmt. Ich hoffe, Sie machen keine Dummheiten. Keine Angst, Adam. Dazu bin ich nicht mutig genug. Ich würde es eher für Feigheit halten. Ich würde es eher für Dummheit halten, sich selbst zu bringen. So, Boris, ich habe deine Blätter. Meine Güte, was für ein Gestank! Wohin ist Boris denn verschwunden? Ich muss ihn finden. Boris. Was soll der blöde Schwachsinn? Warum bist du nicht in deinem Container? Könntest du vielleicht einen solchen Gestank aushalten? Nein, bestimmt nicht. Na siehst du?
Mein eigener Gestank stört mich normalerweise ja nicht so sehr, aber was zu viel ist, ist zu viel. Wo du recht hast, hast du recht. Ach du Muttersöhnchen. Hier hast du die Blätter. Schlauer Molodjek. Die riechen gut. Gibst du mir das Gras? Nur das, was Sirjewitsch hält, was er verspricht. Hier, hast du es. Danke. Ich danke dir. Ich habe jetzt nur ein Büschel trockenes Gras. Maria. Willst du dir das dort oben mal anschauen? Vielleicht später. Ist ganz schön glitschig hier und mit diesen Schuhen. Ich bringe dich gerne hoch. Hör mal zu, du großer Beschützer, du. Gib hier nicht so an. Wir würden nur beide auf die Fresse fliegen. Ich habe ja nur meine Hilfe angeboten. Ja, ganz prima. Du bist ein echter Gentleman. Ja, und das... Also Maria ist auch in Ordnung. Die Arschlöcher sind Ismail und Hermann. An. Ich krieg ihn nicht raus. Stock vielleicht? Das passt da nicht rein. Und ich mache an dieser Stelle einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich abonniert habt und noch nicht installiert habt, den Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von mir. Pauli, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.